Sehen bedeutet einfach alles. Also die Szene, die große Opernszene mit dem Ausrufungszeichen dahinter. Achtung, es geht los, hört gut hin. Und das trifft es eigentlich. Also es ist nicht, darf nicht ein kleiner Titel zu diesen großen Stücken sein. Das ist ganz, ganz große Oper, diese ganze Szene eben. Da geht es also von der Überlegung zum Selbstmord, einfach dann eben bis zum Selbstmord zum Beispiel und nicht nur ein Teilstück daraus. Und das macht den Unterschied, dass es nicht nur ein kleiner Baustein ist, sondern so eine ganze Szene. Es geht um Krieg, es geht um Verlassenwerden, es geht um Sterben, um Loslassen, um Wut auch, sehr viel um Wut, um Verzweiflung, was sich dann immer in Trauer, auch was dann immer umschlägt. Und so ist auf ganz kleinem Platz, also nicht wie eine Arge aus einer Oper, wo man doch einen Affekt hat, vielleicht noch einen zweiten Nebenaffekt im B-Teil. So haben diese Arien, die erzählen eine ganze Geschichte und haben dann auch irgendwie ein Ende. Da geht es dann auch nicht weiter. Das fand ich sehr spannend, deswegen Sin, auch der Name. Stille Barbare, stille spietate, perché mai tanto rigor? Ich bin eigentlich nicht von Mozart ausgegangen. Ich bin von Beethoven ausgegangen. Ich habe im Studium mal diese Arie A perfido gemacht und die fand ich ganz großartig. Zu diesem A perfido haben wir eben nach Szenen gesucht, nach anderen Arien. Und da bin ich auf Mendelssohn gestoßen, auf Infelice. Dazu Haydn, also diese große Berenice-Szene, die habe ich gedacht, die passt einfach zu A perfido und zu diesen ganzen unglücklichen Frauen. Dann ist es doch wieder Mozart geworden, weil wenn man Konzertarien sucht oder große Szenen sucht, ist einfach Mozart der, der ganz, ganz viel geschrieben hat. Dadurch, dass es auch so lang ist und dadurch, dass es so viele Affekte in einem Stück gibt, kann man alles zeigen. Da ist also auf engstem Raum wirklich alles zu finden. Und auch für mich als Künstler natürlich sehr spannend, weil ich eine ganze Palette gleich anbieten kann. Dass man sehr viele Farben einbringt und dann auch im Legato die Liebe zeigt und dann die Fröhlichkeit auch an vergangener Zeiten, das dann wieder zurückholt. Ganz besonders in dieser schönen Infelice-Arie von Mendelssohn. Fotos sind für mich auch ganz wichtig dabei. Und es ging diesmal um Zerstörung, es ging um den Krieg. Und ich habe auch wieder mit der gleichen Fotografin zusammengearbeitet, mit Gisela Schenker. Sie hat mich irgendwie verstanden. Das Schöne an diesem Beruf ist nicht nur, dass man Musik machen kann und dass ich das machen kann, was ich am liebsten mache, singen. Das wollte ich immer. Das ist mein Traum. Und das Schöne ist, dass ich diesen Traum auch wirklich mit Freunden realisieren kann. Also Musiker, die man öfters trifft, mit wirklich einem Partner, einem musikalischen, langjährigen Partner, mit Johnny Cohen, der dirigiert hat, und mit seinem Orchester Arcangelo, weil ich wirklich finde, dass sie einen besonderen Mozart-Klang haben. Auch Malcolm Martineau, der den Klavierpart in Chiomis Cordilite am Hammerflügel übernimmt. Das war ganz besonders und da habe ich auch gar nicht lange überlegt, wer das denn übernehmen könnte. So ergibt sich das dann wieder. Und Alina Pogostkina, die das Violinsolo in Mendelssohn spielt,
wir haben uns getroffen in Spanien auf einer Konzerttournee und haben gedacht, ja, wir müssen mal was zusammenarbeiten. Und das macht es schon auch aus, dass man mit Freunden jetzt zusammen ist und musiziert. Und das macht es immer noch schöner. Allora, che mi vedo rosa.